Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute passend zum Thema Diät in der Küche. Und zwar geht es in diesem Video, wie ihr schnell und sicher 10 Kilogramm abnehmen könnt. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, ich kann euch ein paar Infos geben und Tipps für den Sommer, dass ihr noch eure Strandfigur erreichen könnt. Ja, Tipp Nummer 1, worauf ihr euch erstmal spezialisieren müsst, ja, ihr wollt nicht einfach nur Gewicht verlieren und 10 Kilogramm verlieren, sondern ihr wollt Fett verlieren, ja, ihr wollt nicht eure Muskelmasse verlieren. Und da gibt es ein paar Dinge zu beachten, die ihr unbedingt wissen solltet, und darum geht es jetzt heute. Ja, das erste, was ihr euch bewusst machen müsst, ist, 1 Kilogramm Fett sind 7000 Kalorien. Das heißt, wenn ihr 7000 Kalorien einspart, sagen wir mal in einer Woche, dann könnt ihr 1 Kilogramm reines Fett verbrennen, theoretisch. Das heißt, ihr bräuchtet, um euer Ziel zu erreichen von 10 Kilo, braucht ihr 10 Wochen. Okay? Darauf zielen zum Beispiel auch so 10 Wochen Programme ab und so weiter. Weil ihr einfach rechnen könnt, mit Woche zu Woche 1 Kilogramm zu verlieren. Das Geheimnis liegt, deswegen stehen wir auch heute in der Küche, in der Ernährung. Ihr müsst ein Kaloriendefizit schaffen, wo ihr euch trotzdem noch mit wohlfühlt, wo ihr nicht dauernd Hunger habt und was ihr auch lange durchhalten könnt. Das heißt, verzichtet, das ist mein Tipp jetzt, verzichtet ein bisschen auf die Fette. Die Fette haben einfach im Verhältnis zu Kohlenhydrat und Eiweiß, hat 1 Gramm Fett viel mehr Kalorien. Das heißt, wenn ihr die Fette etwas runterschraubt, nicht zu viel, sonst crasht ihr wieder euren Hormonhaushalt. Aber wenn ihr die Fette einfach ein bisschen runterschraubt, dann könnt ihr viel Kalorien einsparen und trotzdem noch genug essen. Legt eher Wert auf proteinreiche Nahrungsmittel wie Fleisch, Fisch und Quark zum Beispiel, ein paar Milchprodukte. Wenn ihr das Ganze vegan oder vegetarisch macht, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber da gibt es ja auch mittlerweile viele, viele Produkte in der Palette, die euch das ganze Leben da ein bisschen leichter machen können. Als Beilage kommt dann sowas wie Gemüse zum Beispiel super in Frage. Ja? Wundert euch nicht oder seid nicht überrascht, dass ich nicht so viel Obst euch ans Herz lege, weil Obst hat einfach unglaublich viel Fruchtzucker noch dazu. Ja? Und Fructose ist eigentlich genauso schädlich für die Leber zum Beispiel wie Alkohol. Okay? Ihr solltet natürlich trotzdem ein bisschen Vitamine zu euch nehmen, das ist super wichtig, aber das könnt ihr auch in Form von Gemüse machen. Also, spart ein bisschen in den Fetten ein und dann könnt ihr trotzdem noch genug essen. Die Schwierigkeit ist, ihr werdet nicht wirklich drum herum kommen, eure Kalorien mal zu tracken und wirklich mal zu schauen, was ihr esst. Aber wenn ihr zum Beispiel nur 10 Wochen lang ein Programm durchzieht, mein Gott, dann schreibt euch 5-6 Mahlzeiten auf und esst die über 10 Wochen lang, okay? Und dann könnt ihr auch easy von der Organisation her euer Ziel erreichen. Und letzter Tipp, Tipp Nummer 3, ist Krafttraining. Ja? Ihr wollt nicht, dass ihr all eure Muskulatur verliert in der Diät. Wir kennen alle diese Cardio-Bunnies, die dann einfach nur die ganze Zeit auf dem Cross-Trainer sind im Studio, die ganze Zeit laufen gehen. Schaut euch die mal an. Die sind einfach super, super dünn, super schlank und haben aber gar keine Muskulatur mehr am Körper. Und genau das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja noch schön in Form sein, egal ob ihr jetzt Mann oder Frau seid. Ihr wollt nicht euren Po verlieren zum Beispiel. Und das schafft ihr nur, wenn ihr euren Po trainiert. Und zwar mit schweren Gewichten, mindestens genauso schwer wie auch im Aufbau, weil ihr müsst euren Körper einfach signalisieren, trotz Kaloriendefizit darf er die Muskulatur nicht abbauen. Wenn ihr in einem Defizit seid, dann möchte der Körper natürlich die Muskulatur am liebsten sofort loswerden, weil der Körper denkt ökonomisch, Muskulatur verbrennt viel mehr Energie, als es Fettzellen tun. Ja? Das heißt, er baut bestimmt nicht die Fettzellen einfach so ab, weil die Muskulatur verbrennt ja viel mehr Energie. Das heißt, ihr müsst dem Körper unbedingt signalisieren, hey, du darfst die Muskulatur jetzt nicht abbauen, weil sonst geht es dir einfach noch schlechter. Deswegen behaltet euer Training bei, macht nicht so einen Quatsch mit 20 Wiederholungen oder so. Im Gegenteil, ihr müsst einfach im gleichen Wiederholungsbereich, im Hypertrophie-Muskelaufbaubereich bleiben, um eure Muskulatur zu halten. Super wichtig. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt,
zu dem Thema Abnehmen und noch eure Strandfigur erreichen vor dem Sommer, schreibt es unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen und ein Abo da. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.